Hallo zusammen, hier ist wieder Rickman und diesmal hänge ich nicht einen ganzen Monat zurück. Hier ist die Boombox Elite Basketball für den Oktober. Also wenn sie euch gefällt, könnt ihr sie auch noch bestellen, es sei denn, die ist zwischenzeitlich auch so ausverkauft. Kostet umgerechnet so 220 Euro plus Versand plus Zoll. Und ich weiß tatsächlich jetzt auch nicht genau, was drin sein wird. Außer im Kopf habe ich noch zwei Optik-Packs werden drin sein, die natürlich kopfschussmäßig einfach nur zwei Base-Karten enthalten können, zwei Inserts enthalten können, und wir holen das Ganze mal raus. Und auch diesmal hier dieses Zettelchen dann mit dabei, was wir sonst nicht haben. Leider keine Ticket-Promo gewonnen, um hier von Jason Tatum was zu gewinnen. Dafür aber unser Supply natürlich wie immer dabei, und es ist wieder ein Referee auf 20 Point, und ich habe überlegt, ob nicht wahrscheinlich vielleicht diese Clearly Karten in 20 PTs reinpassen. Aber das werden wir dann sehen. Zu gegebener Zeit. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Menge Packs. Zeig es euch hier auch nochmal. Garantiert waren Optik Hobby 2 Stück. Donruss Hobby 2021 ein Päckchen. 2021 Prism Fast Break. Donruss Elite Hobby und Hoops Hobby 1920. So, und dann sind noch ein bisschen was dazugekommen. Dann haben wir hier noch einen Hoops aus 2021. Und. Ne, der Rest müsste passen. Dann versuche ich das mal zu sortieren. Wir packen es, denke ich. Jo. So. In der Reihenfolge aus. Und dann gucken wir mal, was Schönes drin ist in dieser Boombox. Richtig Fun. Richtig, richtig Fun. Ich habe richtig Bock. Und ja, schauen wir mal, was es Schönes gibt. Ein paar Basekarten natürlich bei Hoops wie immer, oder wie in allen Packs so gut wie immer. Jaylen Brown, Landry Shamet, Ja Morant, und wir haben einen Rookie, und es ist James Wiseman mit dem Purple Parallel, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice ist. Und James Wiseman, Purple Parallel, kommt auf jeden Fall direkt in den Sleeve, sehr schick. Und dann haben wir noch ein paar weitere Rookies, CJ Alaby und Skylar Mays. Dann stellen wir James Wiseman raus. Ich bin gerade leider out of Top-Loader tatsächlich. Hoffe, dass ich bis zu den nächsten Group Breaks welche habe, sonst wird es sich ein bisschen schwieriger gestalten. Wir sind bei Donruss Basketball 17-18, also Poop Brown, Jason Tatum, unter anderem Bam Adebayo, Donovan Mitchell, aber Sterling Brown mit dem Rated Rookie hier vorne drauf. Dahinter ist Devon Reed. Wir haben Ines Kanter. Noch drei Rated Rookies pro Pack ist auf jeden Fall nice. Und dahinter sieht es nach einem The Rookies aus. Tony Bradley ist hier, und es ist in The Rookies die Aaron Fox für die Kings. Die ist doch nice, die nehme ich gerne mit. Und dahinter noch ein paar Base-Karten. Isaiah Thomas, B.I., Dwayne Wade, Greg Monroe und Jamal Murray. Dann sleeven wir mal die Aaron Fox auf jeden Fall. Auch einer der besseren Rookies auf jeden Fall aus dieser Klasse. Und wir kommen zu Hoops 1920, also Zion und Ja sind wieder gefragt. Die Hand hat uns ja in der letzten Zeit nicht so viel Glück beschert, muss man sagen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben Radion Skurucz, Aaron Holiday, Robin Lopez, Yusuf Nurkic, und dann kommen wir so langsam zu unseren möglicherweise Highlights, und es sieht nach einem High Voltage aus, und High Voltage kann vieles Gutes bescheren. Und oder Paul George. Paul George mit dem High Voltage, trotzdem sehr nice. Die finde ich einfach mega, mega geil. Die gefallen mir noch fast besser als die in der aktuellen, also der 2021er Hoops-Reihe. Und dahinter unsere Rookies sind Sekou, Domboya und nochmal eine Basekarte von Robert Covington. Das lieben wir George Paul trotzdem auf jeden Fall ab. Kommt auf jeden Fall in den Highlight-Stapel. Sehr, sehr nice. Hier filmen wir mit dem OKC-Trikot tatsächlich noch, und machen weiter mit Donruss Elite, auch wieder Zion und Ja, 1920. Hier können natürlich auch die Spellbounds drin sein. Die Original Boombox, wie immer, der Link ist in der Beschreibung des Videos drin, falls ihr euch da mal schlau machen wollt. Gibt auch andere Sportarten und auch verschiedene Kategorien. JJ Redick, Eric Gordon. Und wir haben ein Court Vision, und es ist Nikola Jokic. Und dahinter ist Brandon Ingram sowie James Harden hier noch für die Rockets. Und dann machen wir weiter mit Prism Fast Break, also Disco Parallels.
sind angesagt. Wir schauen mal, ob wir was Koloriertes haben oder ein normales Silver Disco. Und sieht nach einem normalen Disco aus. Chris Paul, Jaden McDaniels Rookie-Karte, Jalen Smith Rookie-Karte. Und dann gucken wir uns die letzte Karte auch noch an. Ist Furkan Korkmaz. Und dann schauen wir mal, wer auf unserem Disco Parallel zu finden ist. Und es ist Josh Okogie. Das lieben wir trotzdem mal. Josh Okogie von den Timberwolves. Ist natürlich immer sehr, sehr riskant. Und wir kommen zum Donruss Hobby, dem Big Boy. Ned Marbles werden gesucht. Am besten Pressproof oder noch besser irgendwas Schickes, Nummeriertes. Autogramm natürlich auch möglich, aber die Odds habt ihr tatsächlich auch hier auf dem Zettelchen drauf. Und bei Donruss Hobby ist 1:5 der Hit-Odd. Wir gucken mal, ob wir was Schönes treffen. Ich skippe auf jeden Fall hier vorne mal den ganzen Basecard-Stapel weg. Da habe ich heute keine Lust, mir die alle anzugucken. Und dann haben wir auch schon die erste Numbered Card gesehen. Genau, hier ist die erste Numbered Card und es ist Andre Drummond oder eine Numbered Card. Und die ist auf 349, die 107 von 349. Andre Drummond, zwischenzeitlich auch mal dann bei den Lakers gewesen. Und wir haben ein Red Parallel, ein Red Laser. Und es ist Brandon Ingram auf 99, die 3 von 99, sehr schick. Und dann kommen wir jetzt zu unseren Inserts. Wir haben Anthony Davis mit dem Craftsman. LeBron James mit dem Zero Gravity. Auch sehr cool. Und wir haben Ned Marbles und es ist Anthony Davis. Die habe ich leider schon. Da versuche ich auch ein bisschen das Set zu vervollständigen. Anthony Davis, einmal Retro Series, Daryl Dawkins. Und dann kommen jetzt unsere Rated Rookies. Xavier Tillman, Desmond Bane, die reisen zusammen. Emmanuel Quickley, das ist auf jeden Fall sehr nice. Sieg, Naji, Sadiq Bey und Aaron Naismith. Also jede Menge Rated Rookie Galore. Jetzt lieben wir nochmal Anthony Davis und BI auf 99 sowie Andrew Drummond auf 349. Warum die diese Karten reinpacken, verstehe ich tatsächlich echt nicht so genau. Aber gut, Pressproof 349. Müssen Sie selber wissen. Zweimal Optik Packs. Können der absolute Reinfall sein oder halt wirklich ein absoluter Knaller. Wir gucken, was wir Schönes beschert bekommen. Und hier sieht es nach einem Parallel aus. Ja, sieht nach einem Reigning 3s Parallel aus. Chris Middleton, LeBron James, Zach Collins und wir haben in Reigning 3s James Harden. Auch wenn die mega cool aussehen. James Harden ist jetzt nicht das Reigning 3s, was man erhofft. Letztes Pack, ein bisschen Mojo wird noch möglich sein und wir haben ein Holo und leider kein Rated Rookie, aber wir schauen mal, was es ist. Kevin Huerter, Michael Porter Jr., davor ist aber ein Rated Rookie und es ist Okongwu und Yika Okongwu und dann schauen wir uns mal, es ist doch ein Rated Rookie, steht auf dem Kopf. Ne, es ist kein Rated Rookie. Es ist ein Domantas Sabonis von den Pacers. Gut, dann wird es auch schon Zeit für den schnellen Recap und Domantas Sabonis mit dem Holo, Andrew Drummond auf 349, BI mit dem Red Laser auf 99, Ned Marbles, Anthony Davis, Josh Okogie mit dem Disco aus Prism Fast Break, High Voltage, Paul George und The Rookies, die Aaron Fox sowie James Wiseman mit dem Purple Parallel aus Hoops. Schwierige Box gewesen, muss ich sagen. Hatten wir auf jeden Fall schon bessere Monate hier. Wenn es euch trotzdem natürlich gefallen hat, lasst gerne Likes da, kommentiert das Video, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Schaltet auf alle, dann verpasst ihr wirklich gar kein Video. Schaut mal bei Instagram vorbei, @rickmanrips oder auf rickmanrips.de. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman Rips.